Servus Leute, was geht ab? Hier ist CODLoss und ich zeige euch heute einen richtig krassen Glitch, in dem ihr euch selbst eine XP-Lobby glitchen könnt und so Waffen hochleveln könnt, Tarnung freispielt und extrem viel XP bekommt. Bevor wir den Glitch starten können, müsst ihr als erstes folgendes machen. Ihr geht in den Multiplayer, geht auf eigene Spiele und erstellt euch dann ein eigenes Spiel. Ich habe euch hier die Einstellungen eingeblendet, die könnt ihr einfach genauso nachbauen. Falls euch das zu schnell geht, haltet einfach das Video an oder schaut einfach rechts auf die Zusammenfassung. Da seht ihr nochmal alle Änderungen, die ich gemacht habe. Was wir auf jeden Fall für den Glitch auch brauchen, ist ein Kollege, mit dem wir das Ganze machen können. Und da ich sein Bild nicht aufzeichnen konnte, haben wir das Ganze zweimal gemacht. Ich habe dann einfach alles aufgenommen und habe euch das Ganze mit Player 1 und Player 2 beschriftet, was es euch hoffentlich einfacher macht. Wenn wir jetzt unsere eigene Lobby gebaut haben und einen Kollegen am Start haben, dann können wir jetzt mit dem Glitch anfangen. Dazu geht Player 1 jetzt einfach in den Multiplayer, geht hier auf den Abschnitt gegen Bots, wählt frei für alle aus und wartet jetzt auf die Einladung von Player 2. Player 2 startet ebenfalls den Multiplayer und lädt jetzt einfach Player 1 ein. Jetzt wechseln wir wieder den Bildschirm zu Player 1 und nehmen die Einladung von Player 2 an. Dazu drücken wir einfach Dreieck und gehen auf Annehmen. Was jetzt ganz wichtig ist, ihr seht jetzt unten rechts dieses schwarze Viereck mit diesen DNA-Streifen. Wartet bis es weggeht, drückt dann Option und habt dann hier das Fenster mit den Einstellungen. Wir wechseln jetzt wieder den Bildschirm zu Player 2, der jetzt ins Hauptmenü geht und auf Mid-Party verlassen drückt. Was jetzt passiert? Bei Player 1 schließt sich jetzt das Einstellungsfenster und er muss jetzt nochmal Option drücken, damit die Einstellungen wieder angezeigt werden. Player 2 geht jetzt einfach in Zombies rein und verlässt dann die Party alleine. Wenn er das gemacht hat, dann tritt er einfach wieder Player 1 bei. Player 1 befindet sich jetzt immer noch im Mehrspielermodus gegen Bots und kann jetzt die Karte Alpin auswählen. Ihr werdet hier zwar ein rotes Ausrufezeichen sehen, aber ihr könnt es trotzdem auswählen. Danach ändert ihr den Modus noch auf frei für alle und startet dann das Spiel. Die Map Alpin sollte jetzt laden und ihr lässt Player 2 einfach gewinnen. Das heißt, Player 1 bleibt einfach stehen, macht gar nichts und Player 2 schießt alles ab, damit das Spiel so schnell wie möglich rum ist. Wenn das Spiel jetzt vorbei ist und ihr zurück in der Lobby seid, dann kann Player 2 jetzt als erstes das Spiel verlassen und Player 1 wartet, bis erst alle Bots das Spiel verlassen haben und danach verlässt er ebenfalls die Party. Wenn Player 1 jetzt die Party verlassen hat, dann wird er merken, dass er hier im Multiplayer jetzt die Zombie-Spiele auswählen kann. Er macht jetzt erstmal Pause und wir schauen auf den Screen von Player 2. Player 2 macht jetzt einen schwierigen Schritt und dazu habe ich euch hier auch nochmal meine Webcam eingeblendet, damit ihr das Ganze besser versteht. Nachdem Player 2 die Lobby jetzt verlassen hat, geht er hier einfach auf eigene Spiele, geht über Modus ändern, drückt Kreis und spammt dann X. Das Ganze kann immer ein bisschen länger dauern, ich habe euch das hier eingeblendet. Ich gehe über Modus ändern, drücke Kreis und spamme X, sodass ich quasi zurückgehe, aber trotzdem in das Fenster komme, wo ich den Modus ändern kann. Wenn ihr das dann geschafft habt, dann macht ihr einfach folgendes. Ihr drückt dann einfach R1, geht auf euer eigenes Spiel und bleibt in dieser Ansicht. Jetzt sagt ihr Player 1 Bescheid, dass er euch eine Einladung schickt, die ihr dann annehmt. Wenn ihr das Ganze hier mit dem schweren Schritt richtig gemacht habt, dann nehmt ihr jetzt die Einladung an, bleibt aber trotzdem hier in diesem Bild stecken, ohne dass ihr irgendwas macht. Wechseln wir wieder zurück auf den Screen von Player 1. Der startet jetzt Ansturm Nuketown und wartet, bis oben in der Mitte der Timer anfängt zu laufen. Sobald Player 1 jetzt sieht, dass der Timer startet, verlässt er das Spiel und tritt dann Player 2 wieder bei. Player 2 befindet sich immer noch in dem Fenster mit dem eigenen Spiel und wartet, bis er die Benachrichtigung bekommen hat, dass Player 1 wieder beigetreten ist und drückt dann X auf sein selbst erstelltes Spiel. Player 2 drückt jetzt einfach nur noch Dreieck, geht dann auf Party verwalten, geht ganz nach unten auf Party verlassen und verlässt die Party. Was jetzt passiert? Player 2 verlässt nicht die Party, sondern ihr habt euch jetzt komplett ausgeglitscht und startet jetzt ein Spiel auf Nuketown. Denkt dran, dass ihr die letzten zwei Schritte etwas schneller macht, weil ihr das Ganze machen müsst, bevor der Timer abgelaufen ist. Wenn ihr jetzt hier in der Lobby seid, dann könnt ihr euch wie früher mit dem Taktikeinstieg einfach gegenseitig die ganze Zeit killen und euch so die Waffen hochspielen, Tarnungen freischalten und richtig viel XP holen. Falls ihr Fragen habt zu dem Glitch, kommt in meinen Discord-Channel, da können wir das Ganze nochmal besprechen. Ich habe euch auch in der Videobeschreibung ein Text-Tutorial nochmal hinterlassen, damit ihr das dort auch nochmal nachlesen könnt. Und dann würde ich sagen, Leute, wäre es natürlich stabil, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt, wie ihr das Ganze findet, meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Wisst ihr Bescheid, zockt nicht so viel, haut rein, ciao.